Warst du jemals in einem Luftfahrtmuseum und hast davon geträumt, einer dieser verrückten Innovatoren zu werden, die ihr Leben riskieren, um die Luftfahrt weiterzuentwickeln? Fragt der Autor des Projekts The Human Drone. Er war persönlich dort und war so begeistert, dass er eine Drohne zusammenbaute, die einen Erwachsenen heben kann. Die Länge beträgt etwa 2 Meter, die Flugzeit bis zu 15 Minuten. 8 Motoren bieten eine Nutzlastkapazität von bis zu 100 Kilogramm. Die optimale Körpergröße des Piloten beträgt bis zu 1,80 Meter. Das Projekt war so unterhaltsam, dass es sogar im brasilianischen Fernsehen gezeigt wurde. Der Autor zeigt keine Details zum Zusammenbau, da das Projekt wirklich gefährlich ist. Der Drohne gingen 10 verschiedene Prototypen voraus. Bei Störungen und Ausfällen kann ein Bediener am Boden die Steuerung der Drohne übernehmen. Die weltweiten Motorradverkäufer haben zwischen 2012 und 2020 8 Verkaufsrekorde aufgestellt. Und Buggys sind einer der Markttreiber. Von 2012 bis 2021 hat sich deren Absatz ungefähr verdoppelt. Sie sind so beliebt, dass selbst die Corona-Pandemie viele Enthusiasten nicht davon abgehalten hat, eigene Versionen zu bauen. Der Autor dieser Option ist ein Maschinenbauingenieur aus den USA, der gerne Freizeitfahrzeuge baut. Der Buggy ist für 2 Personen geeignet und kann sogar zum Driften und für andere spektakuläre Dinge verwendet werden. Zudem gibt es einen riesigen Schalldämpfer. Ich bin Baggerfahrer. Ihr Projekt sieht sehr spannend aus, schreibt ein Zuschauer in den Kommentaren und fragt nach einer Liste der verwendeten Teile. Es handelt sich um einen selbstgebauten Bagger, der etwa in einem Jahr und komplett von Grund auf hergestellt wurde. Das Herz der Technik ist ein 20 PS starker Mitsubishi L3E Dieselmotor. Der Bagger ist nicht weniger funktional als seine großen Brüder. Man kann Löcher graben, mit losem Schüttgut arbeiten, Baustellen planieren und schaufeln. Denn die Schaufel wird durch ein kleines Planierschild ergänzt. Das alles erfolgt bequem vom Sitz aus und mit 2 Joysticks. Die Armbrust wurde um das 4. oder 5. Jahrhundert vor Christus erfunden. Viele Experten glauben, dass die ersten Optionen stationär waren. Die Waffe hatte ein ziemlich schwieriges Schicksal. Einerseits war sie teuer und nicht sehr praktisch, andererseits war sie tödlich und die Ausbildung von Schützen war recht simpel. Beispielsweise ermöglichten militärische Armbrüste des 16. Jahrhunderts, ein Ziel in einer Entfernung von 200 Schritten zu treffen. Erfahrene Schützen trafen aus 100 Schritten ein Hühnerei. Armbrüste gibt es auch heute noch und sie sind nach wie vor sehr beliebt. Im Internet findet man tausende von Ergebnissen für Suchanfragen wie, wie man eine Armbrust herstellt. Und diese Option ist ein anschauliches Beispiel dafür. Der Autor, dem ein Kanal über verschiedene selbstgebastelte Waffen gehört, stellte diese Multishot-Armbrust her, die an der Hand befestigt wird. Dieses Video ist viral geworden, denn es handelt sich um eine Anleitung für den Zusammenbau eines Hoverboards. Ein Handwerker aus Indien stellte den Zuschauern freundlicherweise einen Link zur Liste der erforderlichen Details zur Verfügung. Man braucht zum Beispiel Sperrholz, 250 Watt Motoren, ein paar 25 cm Fahrradräder, ein paar kleine Räder wie beim Supermarktwagen, eine 7 Amperestunden Batterie, wie solche für unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Sieht das Ding für euch zu unsicher aus? Im Jahr 2016 mussten in den USA mehr als 500.000 Stück aus dem Verkauf genommen werden, da die Batterien zu Überhitzung neigten. Die Kunden beschwerten sich über Explosionen und Feuer. Der Besitzer eines solchen Hoverboards hat zumindest Vertrauen in die von ihm gewählten Bestandteile. Wie baut man einen Panzer in 5 Minuten? Na, seid ihr schon gespannt? Die Autoren dieser Idee haben sogar eine Webseite erstellt, auf der sie ausführlich über das Projekt sprechen. Freunde der Militärgeschichte werden den Panzer wahrscheinlich wiedererkennen. Es ist der MS-1, ein sowjetischer leichter Panzer zur Unterstützung der Infanterie. Die Produktion begann 1928 und einige MS-1 wurden sogar zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges eingesetzt. Der Motor ist ein japanischer Dreizylinder-Diesel Kubota.
Für einige Elemente wurden sehr ausgefallene Lösungen verwendet. So wurde zum Beispiel die 37mm Kanone auf einem Rohr aus Kunststoffringen zusammengebaut, dann geschliffen und gekittet. In Zukunft planen die Autoren, einen deutschen Panzer I zu bauen. Die Organisatoren nennen das Burning Man Festival ein Experiment zur Schaffung einer Gemeinschaft radikaler Selbstentfaltung. Anders gesagt handelt es sich um eine Mischung aus Mad Max, einer riesigen Party und einem Überlebensprogramm. Da passt so ein Fahrzeug perfekt dazu. Und der Name ist Programm. Zunächst müssen die Fahrer in die Sitze steigen und wie Formel-1-Piloten sitzen. Die Sitze drehen sich um die Achse, wodurch man verschiedene Tricks ausführen kann. Vorausgesetzt, es wird ihnen nicht schwindelig. Die Räder in Menschengröße sind Hardcore-Sonderanfertigungen. Es werden Schläuche und Speichen aus einem Fahrradgeschäft verwendet. Da es kein Lenkrad gibt, ist das Gefährt schwer zu lenken. Aber es kann jeder fahren. Nicht weniger beliebt sind selbstgebastelte Raketen. Von sehr bescheidenen Modellen bis hin zu riesigen, die in den Weltraum fliegen können. Beispielsweise stieg im Jahr 2019 ein von US-Studenten zusammengebautes Modell etwa 100 Kilometer über dem Meeresspiegel und überquerte die bedingte Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum. Hier zeigen wir euch ein ebenso interessantes Projekt. Das Ziel war es, nicht nur zu fliegen, sondern auch noch das größte Raketenmodell der Welt zu bauen. Dieses Exemplar ist eine Hommage an das Mercury Redstone-Projekt der frühen 60er Jahre, das eine Rettungsträgerrakete mit Fallschirmen erprobte. Leider war das Projekt nicht sehr erfolgreich und die Idee wurde schließlich bis zum Space Shuttle zurückgestellt. Der Maßstab des Modells beträgt 3/4, die Höhe 19,5 Meter und der Durchmesser 1,5 Meter. Am 8. April 2018 startete die Rakete und schaffte es, auf eine Höhe von 804 Metern aufzusteigen und landete dann erfolgreich mit mehreren Fallschirmen. Laut der Webseite Flight Global hat die Hubschrauberflotte im Jahr 2015 die Marke von 56.000 Stück weltweit überschritten. Aber solche selbstgebastelten Erfindungen werden kaum in der Statistik berücksichtigt. Schade eigentlich. Schließlich wurde das Modell bereits 1979 gebaut. Zum Vergleich, im selben Jahr begann der Betrieb der legendären Sikorsky Black Hawk. Das Design ist einfach, aber zuverlässig. Verwendet wurde der Motor des Buran Schneemobils mit 28 PS. Der Hubschrauber ist bereits 150 Kilometer geflogen. Die ungefähre maximale Flughöhe beträgt etwa 8 bis 10 Meter. In den Kommentaren raten die Experten, dem Handwerker die Rohre durch Kohlefaserrohre zu ersetzen, die mehr Kraftstoff aufnehmen können und einen stärkeren Motor mindestens 50 bis 60 PS einzubauen. Und was sagt ihr dazu? Was kann man tun, wenn man einen Mini-Traktor hat, aber keinen Mäher? Den Mäher selber basteln. Genau das hat der Handwerker Michael Caldwell gemacht. Er stellte nicht nur ein funktionsfähiges Modell zusammen, sondern veröffentlichte auch ein detailliertes Video, in dem er den Vorgang erklärte. Die Mähbreite beträgt ca. 76 cm. Dank der vier Klingen kann der Mäher auch hohe Sträucher problemlos erfassen. Beim Zusammenbau griff der Handwerker auf das zurück, was gerade zur Hand war. Zum Beispiel Teile eines alten Anhängers, aber auch eine Motorsense, die schon vieles erlebt hatte. Der Einfachheit halber fügte er ein 25 cm Rad hinzu. Die Nutzer haben Spaß in den Kommentaren. Ein bisschen Raffinesse und schon kann man das verkaufen, meinen sie. Der Handwerker stellt jedoch klar, erstens handelt es sich bei den gebauten Erfindungen um Unikate und zweitens gibt es noch Spielraum für Verbesserungen.